Annette Mattenkloth hat vor 1,5 Jahren zufällig in der Zeitung über das Integrationspatenprojekt des Don Bosco Jugendwerks gelesen. Ich habe das gelesen und ich fand irgendwie diese Vorstellung, dass hier Jugendliche sind, die keine Familie haben, fand ich irgendwie ganz schlimm, weil ich eigentlich der Meinung bin, jeder Jugendliche, jedes Kind braucht irgendwie eine Familie. Nach dem ersten Treffen waren sich die 3 Mattenkloth-Kinder schnell einig, Sarah gehört jetzt zu uns. Ja, wir sagen immer, er ist unser eritreischer Bruder. Und gibt's dann auch mal Streit? Nee. Wirklich? Also okay. Ja gut, mit Sarah nicht. Trotzdem, Sarah kommt aus einer völlig anderen Kultur. Was ist normal, was ist gewöhnlich in Deutschland? Bei den Mattenkloths lernt Sarah ganz einfach im Alltag und weil sie sich Zeit für seine Fragen nehmen. Allein das Familienleben läuft in Eritrea, nach dem, was ich ja so erfahren habe, jetzt vom Sarah sicher sehr anders ab. Ne? Also, dass ein Vater in der Küche steht und mit seinem afrikanischen Sohn kocht oder so, das ist in Eritrea eher unüblich. Ne? Dass Väter sich überhaupt so viel mit ihren Kindern beschäftigen, ist unüblich. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so üblich, dass Frauen arbeiten gehen, ne? Wie bei uns eben auch, die Annette, die eben auch berufstätig ist. Und das sind Sachen, die, klar, die fallen immer auf, über die sprechen wir. Ne? Im Fußball kann Sarah seinen Geschwistern wiederum jede Menge beibringen. Seit er in Bamberg ist, spielt er im Verein. Besonders wichtig für die Integration, denn im Sport gibt es keine Sprachbarrieren, dafür Respekt für gute Leistung. Auch von Patenbruder Lukas. Wer ist also der beste Fußballer im Hause Mattenkloth? Ja, Lukas eigentlich. Zeit zum Trainieren haben die Geschwister noch genug. Sarah ist ja gerade erst angekommen.